Diesmal gut gespielt und auch der gute Abschluss. Diesmal traut sie sich da an Anna-Maria ran. Da war auch alles frei. 22:14. Aber auch hier hat man wieder die Übersicht gesehen. Sie hätte auch selbst laufen können, das auch selbst. Aber die bessere Chance lag einfach bei der Mitspielerin. Und der Pass war dann natürlich auch gerechtfertigt und dementsprechend auch das einfache Tor. Wird schön weitergespielt. Einmal schön durchgespielt, aber Sophie Harder scheitert. Und erneut Sina Güdokay, die sich jetzt ins Spiel gearbeitet hat und hat auch den wieder den Ball, es gibt 7 Meter für den Straße und der AV. Und nochmal Torwartwechsel den bei Grün-Weiß. Und Anna Hahn geht jetzt ins Tor und das scheint Standard zu sein. Es würde mich nicht wundern, wenn sie den jetzt hält. Oh, das war aber ganz stark gemacht. Das war ganz, ganz stark, Jennifer Benke. Das war richtig abgezockt. Auch mal eine schöne Variante. Das war richtig abgezockt. Aber er hat da wohl ein schlechtes Gefühl gehabt. Dann stand die Tore dann auch noch bald drauf und den Heber aber sicher verwandelt. Sophia Harder scheitert erneut. Aber man versucht sie trotzdem da mit ins Spiel zu nehmen. Na, stand sie nicht richtig in der Luft. Fred, der Trainer hier neben uns, sagt, ja, hast gesehen, hast den Körper verrissen und dann läuft sich. Und jetzt haben wir eine doppelte Manndeckung. Der Ball ist weg. Eine doppelte Manndeckung jetzt probiert auf grün-weißer Seite und das war von der Spielanlage gut, direkt weitergespielt außen raus, aber der Pass kommt nicht an. Ja, die Chancenauswertung sieht auf grün-weißer Seite im Moment nicht sehr rosig aus. Und das Tor zählt. Jennifer Benke. 22:16. Das war aber meiner Sicht doch klar im Kreis getreten und auf der Gegenseite klappt es dann endlich bei Saskia Harder. Und da hat er aber gut aufgepasst. Und Annika Blech mit dem Treffer zum 24:16. Und der Treffer von Nora Knull. Zum 24:17, jetzt geht es auch ein bisschen hin und her. Und hier Abwurf. Schnell gespielt, aber das Spiel auf Straße und der Seite doch nicht ganz so schnell wie auf Schweriner. Der so direkt der Konter und da ist sie weg und da ist der Treffer. Lisa Marie Menzel. Und wieder ist der Ball schnell weg von Straße und Saskia Harder kriegt den Ball nicht gefangen. Und schöner Wurf von außen von Laura Zich. 25:18. Kreis
durch den Kreis gelaufen, durch den Kreisspieler und deshalb Ballbesitz für Stralsund. Dann ist so ganz einfach, wenn die Abwehr da am Kreis dran steht, sich als Kreisspieler dahinter durchzubewegen, wenn man dann den Kreis betritt, ist Ballbesitz für die Gegner. Freiwurf. Für Stralsund hat man gerade Herr Philipp, ja selber Schiedsrichter, der dann zu seiner Spielerin sagt, ein bisschen weniger Trikot. Also ein bisschen weniger Trikot halten, das gibt dann auch schnell mal gelb oder zwei Minuten. Und damit schmeckt man natürlich seine Mannschaft. Pfostentreffer. Und da hat Jennifer Kriegsmann einen Schlag ins Gesicht bekommen. Da wird erst der Konter abgelaufen. Saskia Harder mit dem Treffer und jetzt ist Zeitstopp. Jennifer Kriegsmann steht schon wieder. Und das ist das Phänomen, was du vorhin schon mal angesprochen hattest. Das ist doch Wahnsinn, ist, was die Mädchen noch einstecken. Und dann kommt der Trainer mit dem Eisbeutel und dann wird er abgeschüttelt. Was willst du denn von mir? Ja, wie gesagt, das sieht man sehr, sehr häufig bei den Sportlern. Nicht nur im Frauenbereich, auch im Herrenbereich. Dass sie doch so einiges einstecken können. Ich denke mal, das ist langsam Routine. Pfostentreffer. Und Straße dabei, der Ball ist weg. Du weißt da, ein Tick wacher. Bisschen besser postiert. Und der Treffer für Carolina Klaus. Siebenundzwanzig zu 18. Ich glaube, bei einigen Sachen, die ich sehe an Schmerzen oder Verletzungen oder Schlägen, Ausrutschen und so weiter, was es da nicht alles gibt, ich glaube, da würde ich an deren Stelle schon liegen bleiben, würde sagen, komm, lasst mich alle in Ruhe, ich mache heute gar nichts mehr. Ja, man sieht, es ist doch eine harte Sportart mit hart gesottenen Sportlern, Lisa Marie Menzel, 28 zu 18. Und das ist natürlich auch im Frauenbereich, nicht nur bei den Herren, auch wenn es da noch ein bisschen schneller, ein bisschen härter zugeht. Es ist immer wieder interessant zu hören, wie Philipp von der Bank immer wieder ruft, Finger weg. Und seine Mannschaft dann sagt, komm, lass sie durch. Jennifer Benke mit dem Treffer, muss man doch klar sagen. Ja, vielleicht muss er da vielleicht nochmal eine andere Formulierung finden, dass seine Mädchen das besser aufnehmen. Weil Finger weg hört sich so für mich im bisschen aus Erinnerung, ein bisschen so an wie so ein Lehrer. Und wenn der Lehrer sagt, Finger weg, dann gehen wir es recht hin. Musstest du früher auch in der ersten Reihe sitzen, oder? Ja, ich war Streber, ich saß freiwillig in der ersten Reihe. Ich musste. Und der Ball ist schön gehalten von Lisa Wulff, die sich bisher ja nicht ganz so auszeichnen konnte, wie auf der anderen Seite Sina Güdokeit. Und wo wir jetzt auch Anna Hahn im Tor stehen haben. Und schon wieder der Pfosten. Ja, ne, da kommt wieder deine Phrasenschweine zu. Wenn man schon kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu. Und Annika Blech mit dem Treffer zum 29-19 und der Ausgleich jetzt für den Stralsunder HV. Dann schauen wir mal ein bisschen hin beim SV Grün-Weiß-Schwerin. Wir sind ja hier vor der Bank direkt. Mal reinhören.
Ja, und wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ist jetzt auch die Frauenmannschaft, die erste Frauenmannschaft von Grün-Weiß fast vollzählig. Haben sich trotz, dass sie heute spielfrei haben, hier eingefunden, um die Mannschaft zumindest ein bisschen anzufeuern. Und vielleicht mal schauen, was sie heute hier noch so planen, wenn sie schon spielfrei haben. Ja, indessen du dich ein wenig umgeguckt hast, haben ich mal ein bisschen reingehört bei Fred, eher auf der Bank vom SV Grün-Weiß-Schwerin, der sagte, wir müssen den Druck nochmal erhöhen, wir müssen das Tempo nochmal erhöhen. Genau diese einfachen Bälle sind es, die haben keine Auswechselbank. Sprich, keine Spieler zum Wechseln, und das schnelle Spiel sorgt dann dafür, dass eben es ein leichtes Spiel wird für den SV Grün-Weiß-Schwerin, weil irgendwann geht Strasen einfach der Puste aus. Ja, gut, das dürfte bei Schwerin nicht allzu schnell passieren, wenn ich mal so einmal rüber gucke nach links, da sieht das recht voll aus. Und genau das ist der Vorteil, den Fred eben angesprochen hat. Genau das muss man ausnutzen. Es ist auch nicht nur die Auswechselbank, auch die Spielerinnen sind sehr, sehr fit und können auch eine ziemliche lange Zeit ausdauernd hier spielen, ohne dass da großartig Ermüdungserscheinungen kommen. Ja, und man muss einfach auch das Tempo gehen, auch jetzt der Treffer von Christine Mauritz. Man muss diese Wege einfach auch gehen, weil wenn man, und so ja das formulierte Ziel des SV Grün-Weiß-Schwerin, bei der NOAV-Meisterschaft bestehen möchte, dann da muss man das hohe Tempo über die komplette Spielzeit spielen, wenn man da etwas reißen möchte. Und hier ist es noch leichter zu gehen, weil man nicht so gefordert wird. Aber diese Abläufe, diese schnellen Abläufe bei dem Tempo über lange Zeit aufrechtzuerhalten, das gilt es hier für die Grün-Weißen zu erreichen. Weil das wird ihnen nicht nur bei der NOAV-Meisterschaft helfen, jetzt das Tor von Lisa Winkel, schön ausgeguckt, den Torwart, sondern auch nachher im Frauenbereich, in dem natürlich alle von ihnen später mal spielen wollen und das möglichst erfolgreich. Umso länger sie da hohes Tempo gehen können, umso höher können sie sich da platzieren. Aufgepasst und jetzt genau das, was wir angesprochen haben, das schnelle Tempo nehmen, und jetzt gibt es den 7 Meter. Und 2 Minuten Strafe gegen Laura Zich. Und Lisa Marie Menzel beim 7 Meter. Und Sven? Ich sag dazu heute nichts mehr. Was geht sowieso denn daneben? Ah, ich würde sagen, der ist drin. ...30-21. So, 30-21, und jetzt gehen wir in die letzten 5 Minuten in diesem Spiel. Und man kann sagen, Strasern deutlich mehr Tore geworfen wie im Hinspiel. Mit 21. Damit haben sie schon 3 plus und Schwerin 15 minus. 15 Tore in 5 Minuten, ich glaube, das wird knapp. Das denke ich auch. Und der Ball ist weg und Anna Hahn hat ihn und wieder schnell gespielt, und das Tor von Carolina Klaus. Schrittfehler.